Hallo zusammen, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, mir ist vor ein paar Tagen was in die Hände gefallen, wo ich dachte, das würde ich nie wieder kriegen, weil es ist etwas, was nicht mehr produziert wird. Hat mit den beiden hier, sag ich mal, eine Gemeinsamkeit, beziehungsweise eine gemeinsame Vergangenheit. Es geht hier um ein Original Wenger Taschenmesser. Das erste Original Wenger, was mir mal in die Hände gekommen ist. Wahnsinn, ich konnte mein Glück kaum in Worte fassen. Und das zu einem ordentlichen Schnäppchenpreis. Vielen Dank auch von Markus vom Messerfachgeschäft Die Klinge in Dortmund. Der hat mich hier, der wunderbare Schätze in seinem Laden. Halleluja. Kann ich jedem nur empfehlen, der hier im Ruhrgebiet oder generell deutschlandweit auf der Suche nach einem Shop ist. Da kann man vor Ort auch Sachen befingern, sogar alles, was das Herz begehrt, was die meisten anderen Messershops in der ganzen Umgebung eigentlich gar nicht haben. Man kann auch deutschlandweit von ihm was verschicken lassen. Er hat einen Großteil seiner, naja, einen gewissen Teil seiner Schätze hat er auch online auf einer Homepage hochgeladen mit Preis und allem Pipapo und er kann, wenn man was will, auch Spezialitäten besorgen gehen. So, kommen wir mal zu dem Schätzchen hier. Es ist ein Original Wenger aus der EFO-Reihe. Wenn Sie ja am Kreuz schauen, dass es ein Original Wenger ist und auch an der Beschriftung. Na, wo bist du denn hier? Wo habe ich das denn noch? Bin ich denn blind? Nein, da haben wir es ja. Ich weiß nicht, ob man es einfangen kann. Na, Fokus, willst du nicht? Na, das Licht ist auch ein bisschen schlecht gerade. Hier an der Seite ist die Wenger-Aufschrift. Ja, es ist ein Original S10 von Wengern in der EFO-Reihe. Das S steht für Secure, wegen diesem niedlichen kleinen Hebel, der die Hauptklinge arretiert. Gehört zu den Taschenmessern, Schweizer Taschenmessern der 85 mm Reihe. Also praktisch das Gegenstück von Victorinox der 84 mm Reihe. Hier mein Sportsman, damit man mal ein bisschen mal den Vergleich machen kann. Also es ist wirklich minimal länger und auch um einiges breiter als das Victorinox. Die EFO-Reihe fand ich sowieso schon mal sehr interessant bei Wenger. Wurde ja eigentlich fast komplett von Victorinox übernommen und da Victorinox Flagge wird das jetzt auch noch angeboten, aber zu wesentlich teureren Preisen als das, was ich hier habe. So, dann wollen wir mal gucken. Fangen wir mit an, mit dem ersten Werkzeug. Den Kapsleber. Ohne Halbstopp. Mit Schraubenzieher. Sehr massiv für die Größe. Kann ich nicht klagen. So, was haben wir hier Schönes? Den Wenger Dosenöffner. Sehr scharf angeschliffenes Aas. Original, fast schon 1 zu 1 wie die alten Solinger Dosenöffner. Also wirklich ein sehr scharf angeschliffenes Ding. Also Halleluja. So. Auf der Seite haben wir noch den Korkenzieher. Sehr ordentlich ausgearbeitet. Dann haben wir die Ahle. Das ist keine Nähreibahle, sondern mehr eine reine Bohrahle, Bohr- und Stechahle, wie bei den Mikov-Modellen, die ich habe. Also ohne scharfen Anschliff. Reicht auch vollkommen aus meiner Sicht. Also gut, man könnte theoretisch das Ding auch modifizieren, indem man seitlich mit einer Feile das Ganze anschleift. Der Felix Immler hat das auf YouTube ja sehr gut präsentiert. Der Meister unserer Schweizer Freunde. So, und die hatten auch schon, sieht mal ein bisschen anders raus, den Zahnstocher und auch eine Pinzette. Wird natürlich etwas anders rausgenommen, ist auch ein bisschen anders gearbeitet. Ne, bei Victorinox nimmt man das von oben raus, bei Wenger nimmt man das von unten raus. Ja, das Ringli mit dem Haken unten dran. Kann man bestimmt auch über Victorinox auch notfalls als Glasbrecher nehmen, für einen Notfall, sag ich mal. So, kommen wir zum letzten Punkt. Die Hauptklinge. Ne,
Machen wir anders. Machen wir die kleine Klinge erst. Und die, hinter die sind viele Leute her, die Schweizer Taschenmesser sammeln. Nämlich eine kleine Hechtklinge. Also wirklich das Original von Winkern. Die haben damals noch die, bis die 2000er noch die, bevor sie von Victorinox aufgenommen worden sind, noch die kleinen Hechtklingen verarbeitet und haben auch in der großen Variante auch größere Hechtklingen auch gehabt teilweise. Sehr schön, finde ich sehr stylisch. Ha. Victorinox hat ja inzwischen diese normalen Standard-kleinen Klingen da rein gebaut. Halte ich persönlich für einen Fehler. Naja, jetzt kommen wir zur Hauptklinge, das Hauptgimmick. Halbstopp und Arretierung. Eine sehr große, mächtige, breite Klinge. Also, mein lieber Gesangsverein, da vergleichen wir doch mal von dem 84 mm Sportsman mal die Klinge. Kein Vergleich, um einiges breiter. Und jetzt kommt die Gemeinsamkeit mit dem Farmer. Die Arlux-Modelle waren ja ursprünglich auch mal vom Wenger. Charakteristisch dafür ist auch diese große Klinge von Wenger. Ne? Wenger hatte immer schon ein bisschen breitere Klingen als Victorinox. Das muss man in der Night lassen. Ja, das Ganze wird durch diesen Hebel hier gehalten, so einen Schieberegler. Wenn man den reindrückt, kann man die Klinge wieder zurückdrehen. Auch wieder Halbstopp und rein damit. Schön, ein absolut schönes Stück. Alter Schweizer Tradition von Wenger. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Als Original, nur von Victorinox. Vielleicht sollte ich mir mal so einen Wenger von Victorinox und Evo auch nochmal als Vergleich mit irgendwann zulegen. Ne, auf jeden Fall. Das war ein absoluter Glücksgriff und ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Original Wenger mal wieder in die Finger kriege, weil dahinter sind die Sammler Schweizer Taschenmesser hinterher wie der Teufel hinter der Seele. Und werden auch schon teilweise nicht gerade zu kleinen Preisen gehandelt, deswegen war ich froh, dass ich das Ding bekommen konnte. Ja, so viel zu dem kleinen Wenger Evo S10. Ha. Wer hätte das gedacht? Jo. Anregungen, Anmerkungen, Hinweise gerne unten in den Kommentaren. Jo, das soll es mal wieder gewesen sein zu einem traditionellen, sehr, sehr kultigen kleinen Sackmesser. Sehr kompakt, sehr schön, sehr führig und sehr sicher. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschö.